Es begann mit einem Anklopfen. Wer ist da? Das Management. Champagner. Wieso? Das führte zu einem Drink. Möchten Sie, dass ich sie öffne? Trinken wir auf das Glück aller Menschen. Darauf folgte ein Gespräch. Du hast einen tollen Po. Versuchst du es oft auf diese Tour? Ich mache es so gut wie nie. Hat es je funktioniert? Nein, noch nie. Das mit einem Angebot endete. Du darfst mein Po anfassen. Fühlt sich warm an. War klasse. Sue, hi. Was machst du denn hier? Ich dachte, ich versuch's einfach. Mit mir? Ja. Was? Es war eine aberwitzige Idee. Eine absolut bescheuerte Idee. Sie wirkt vernünftig. Ich glaube allerdings, sie steht sich selbst im Weg. Damit solltest du aufhören. Ich höre auf zu rauchen. Endgültig. Du kannst diese Zigarette doch nicht einfach wegwerfen. Das geht nicht. Ich weiß, es musste aber sein. Es würde mich überglücklich machen, wenn du endlich etwas Eigenes entdecken würdest. Ich bin hier, um Sue zu überraschen. Sie ist nach Washington gezogen. Die Frau, die ich liebe, ist hergezogen. Sie hat sich mit ihrem Ex-Freund versöhnt. Heißt er zufällig Django? Ja, genau so heißt er. Von dem Kerl habe ich schon viel gehört, Mike. Wie ist das Marsala-Hühnchen? Es schmeckt sehr gut. Wenn du ein noch geileres Hühnchen vernaschen wolltest, müsstest du schon Hahn sein. Doch mal realistisch. Ich kann unmöglich herziehen und im Hotel deiner Eltern wohnen. Ich glaube, ich weiß, wie du dein Mädchen zurückgewinnen kannst. Alter, das war Wahnsinn! Ich brauche eine ganz bestimmte Art von Liebe. Und welche Art? Keine, die wie eine außer Kontrolle geratene Rakete ist. Ich bin's, Mike. Tu doch was. Steh zur Seite. Und weg. Was machst du da? Ihn reanimieren. Das sieht aus, als würdest du ihn küssen. Wieso bist du hergekommen? Weil ich dich liebe. Ich bin müde, ich gehe dann schlafen. Möchtest du, dass ich vorher deinen Po anfasse? Sowas mache ich nur auf Reisen.